Moin Freunde, was geht? Anti-Cheat-System. Nach 2 Jahren Entwicklung hat Activision es endlich geschafft und macht eine richtige Ansage gegen die ganzen Cheater. Mittlerweile über 900.000 in Warzone, über 1 Million gebannte Accounts, alles Mögliche. Und heute gucken wir mal, warum das so ein Schwachsinn ist. Dafür möchte ich euch aber erstmal zeigen, was Call of Duty gestern getweetet hat. Also Call of Duty, Leute, meint es mal ernst. Und seit 3-4 Wochen kommen immer wieder neue Tweets, neue Infos und Kampfansagen gegen diese ganzen Cheater-Companien. Und wir gucken uns heute mal an, wie kompliziert es in Wirklichkeit ist, sich ein Aimbot für Warzone runterzuladen. Also Call of Duty hat gestern das hier gepostet. Liebe Cheater, wir lieben Games. Es ist unsere Passion, unsere Lebenseinstellung. Wir fühlen uns geehrt, tolle Games für die tollsten Spieler der Welt zu machen. Hier wurde mir schon ein bisschen schlecht. Wir machen es nicht immer richtig. Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber wir versuchen unser Bestes zu geben. Nee, das glaube ich auch nicht mehr. Cheaten ruiniert den Spaß für alle. Niemand mag Cheater. Außer diese ganzen Hurenkinder, die selber Cheater sind und sich Aimbots und Wallhacks runterladen. Und nein, VPN-User gehören nicht zu Leuten, die cheaten. Ich weiß nicht, warum immer irgendwelche Hillbillies irgendwelche Warzone-Streamer dafür anklagen, dass die mit VPN spielen. Leute, spielt mal selbst mit einem VPN. Es macht in der Lobby keinen Skillunterschied, keinen gewaltigen. Es sorgt aber für eine bessere Verbindung und für weniger Cheater. Also, Cheaten ruiniert den Spaß für alle. Keiner mag Cheater. Unser Ziel ist es, eine faire und spaßige Gaming-Erfahrung zu teilen. Fair und spaßig. Herzlich willkommen bei Skill-Based Matchmaking. Daran ist nichts fair und nichts spaßig. Aber Skill-Based Matchmaking seit 3 Jahren ein Thema, hat Activision bis heute nicht angesprochen. Warum auch? Für unsere Entwickler, für unsere Fans machen wir das. Und am wichtigsten für Call of Duty Spieler überall. Cheaters oder Cheater sind nicht willkommen. Es gibt keine Toleranz für Cheater. Und bald werdet ihr genau wissen, was wir meinen. Call of Duty. Das ist eine Ansage. Also wenn man mit 4,6 Millionen Followern, wo alle großen Warzone-Streamer und Content-Creator folgen und das lesen, sagt, Leute, ihr seid jetzt am Arsch, wir machen euch fertig, ihr habt hier ausgesponnen, dann kann man davon ausgehen, dass das, was die anscheinend seit 2 Jahren entwickeln, ein Anti-Cheat-System ist, was nicht 100% funktioniert, aber ein Großteil der Aimbots, Wallhacks, Cheater-Software aus dem Leben schießt. Wollen wir doch mal gucken. Gucken wir uns doch einfach auf diamondlobby.com einfach mal an, wie die Suchergebnisse für Aimbots, Wallhacks, Chronos Zen, also im Prinzip Programmaufsatz für Controller, um keinen Rückstoß zu haben, höhere Feuerraten, also auch ein Cheat-Programm hardware-technisch. Hier können wir sehen, obwohl Call of Duty seit über einem Jahr alle 3 Monate sagt, wir haben 500.000 Cheater gebannt, ist das Interesse weder weniger noch mehr. Es bleibt einfach, es tendiert ein bisschen hoch, ein bisschen runter, geht seit Mai 2021 rapide nach unten, was einen einfachen Grund hat, seitdem gehen auch die Spielerzahlen runter und das Interesse an Warzone sinkt. Oh, die Alarmglocken läuten. Dann gucken wir uns an, wenn man sich jetzt nicht nur Aimbot anguckt, sondern Warzone Hacks. Und auch hier sehen wir wieder den gleichen Trend. Es geht hoch, es geht runter, immer hin und her, keine Konstante. Hier wurde das Interesse Januar 2021 höher und ging dann im Mai runter. Was war im Mai diesen Jahres? Wer erinnert sich dran? Richtig, im Ende April hat Call of Duty in Form von Raven Software relativ provokant Memes hochgeladen und gesagt, wir werden Cheater ab sofort konsequent richtig hart ficken, kann man im Prinzip sagen. Die Realität ist aber tatsächlich, das Interesse ist direkt damit einmal kurz hochgestiegen und runtergegangen, weil jeder gemerkt hat, der Cheats benutzt, es hat sich nichts geändert. Gucken wir hier noch weiter. Das hier ist vielleicht tatsächlich eins der interessantesten Sachen. Die Suche in oder auf Google, bei Google, nach Chronos Zen. Also es gibt Chronos Zen, Chronos Max. Ich habe soweit gelernt, man kann wohl das per Aufsatz, per Software steuern. Ihr habt weniger Rückstoß, gar keinen Rückstoß. Ihr habt, also im Prinzip moddet ihr den Controller mit unfairen Mitteln. Hier ist das Interesse über die Monate hinweg immer weiter gestiegen. Das Problem hier ist, ein Chronos funktioniert auch auf dem Controller. Soweit ich das verstehe, funktioniert der auch nur auf der PlayStation. Ich bin immer noch der Meinung, wenn jemand einfach mal 2 Sekunden im Streamer zuguckt, kann er sehen, ob der fair spielt oder nicht.
Aber die Suchergebnisse hier sind über die Monate und Jahre deutlich gestiegen. Dann gucken wir uns doch einmal an, aus welchen Ländern kommen eigentlich die meisten Bastarde, was Cheater angeht. Und überraschenderweise, ich hätte gedacht Russland, Asien, aber es ist Belgien, United Kingdom, Südafrika, Frankreich und die USA. Was Warzone-Hacks angeht, das heißt, was man gesucht hat, England, Neuseeland, Kanada, Irland, Vereinigte Staaten. Alle Staaten, die man, glaube ich, vorne nicht mit erwartet hätte. Dann, was das Thema Game Adapter ist, also Kronos Zen, Kronos Max, wie die alle heißen. Hier das allererste Mal Puerto Rico, die Vereinigten Staaten wieder, Neuseeland schon wieder, Kuwait und United Kingdom. Das, Leute, überrascht mich, wenn ich mir das genauso angucke, das allererste Mal wirklich. Gucken wir uns doch noch was Geiles an. Verschiedene Cheat-Anbieter seit Monaten sind in den Leaderboards bei Warzone und Modern Warfare auf den ersten Plätzen. Dammods.com, BrownMagican.com und rastet nicht aus, Leute. Ich werde euch gleich zeigen, dass es ein dreijähriger Augenklappe schafft, sich so ein Cheat-Programm runterzuladen. Diese ganzen Leute von den Top 20 sind drei Streamer, die nachweislich nicht cheaten. Guckt euch diese Zahlen an. Activision, Infinity Ward, Raven Software haben es über drei Jahre nicht geschafft, diese Cheaten oder Cheater und die automatisch Werbung machen für diese Programme aus dem Leaderboard zu nehmen. Glaubt ihr wirklich, dass sie es schaffen, wenn sie daran scheitern, die aus dem Leaderboard rauszunehmen, ein funktionierendes Anti-Cheat-System für ein Game zu machen, was for free ist? Das heißt, mein Account wird gebannt, ich mache mal einfach einen neuen Account. Dann ging es weiter und die Leute haben gesagt, ja, aber Moment, jetzt machen wir es so. Wir bannen einfach die Accounts und für einen neuen Account brauchst du eine verifizierte E-Mail-Adresse. Ja, Leute, im Jahr 2021 kann man eine E-Mail innerhalb von 3 Sekunden machen, da ist es völlig egal. Und dann gibt es jetzt die Option, aktuell IP-Ban, kommen wir später nochmal kurz zu, dass man eine Telefonnummer als Bestätigung braucht. Wie schafft man es jetzt, an so eine Telefonnummer zu kommen, wenn man ja nicht nur, aber wenn man nur ein Handy hat mit nur einer Nummer? Man will sich ja nicht 10 neue Nummern und Handys kaufen, damit man weiter cheaten kann. Ihr geht einfach bei Google ein, Handynummer online erstellen und kommt auf verschiedenste Seiten. Und hier auf der Seite ist nur ein Beispiel. Könnt ihr euch irgendeine Nummer aussuchen, könnt ihr angeben und passt mal auf, Leute. Ihr gebt diese Nummer an, bekommt dann von Activision da einen Aktivierungscode und dann geht ihr einfach drauf. Es ist sogar kostenfrei mittlerweile. So, und dann seht ihr hier, von welcher Nummer vor wie vielen Minuten welche Nachricht empfangen wurde. Dann wartet ihr kurz, bis eure Nachricht kommt, aktiviert den Bestätigungscode und seid fertig. Ja, klasse System Activision, gut gemacht. Und weil das noch nicht reicht, machen wir doch einfach mal Folgendes. Pass mal auf, wir gehen mal ein, Warzone Aimbot PC. So, und jetzt Leute, ist es sehr schwer, ein Programm zu finden, was das anbietet. Nehmen wir doch mal einfach den ersten. Nehmen wir einfach mal den ersten. COD Warzone Hacks und Cheats Exclusive und Undetected für den PC. So, und jetzt könnte man denken, ja... Ja, aber vielleicht klappt das ja gar nicht. Boah, passt mal auf. Ihr geht hier einfach hin und habt, es wird euch online gezeigt, was für Programme ihr habt. Ihr könnt Aimbot aktivieren, ihr könnt das Aim-FOV ändern, etwas, was Activision auf der Konsole nicht hinkriegt. Ihr könnt die Kugelgeschwindigkeit der Waffen verändern. Ihr könnt entscheiden, wie viel Bullet Penetration es gibt. Ihr könnt entscheiden, wie viel Recoil ihr habt. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt ein Programm. Gehen wir einfach zum zweiten Programm, Leute. Na sowas. Hier wird man einfach nur auf den Discord-Server geleitet und kann sich da die weiteren Infos holen. Und sonst guckt ihr euch das hier einfach an, schaut euch dieses bildhübsche Video an. Und wie gesagt, Leute, ich mache hier keine Werbung für gar nichts. Es ist für jeden Idioten zu sehen. Sehr schön mit Wallhack, das freut mich. Gute Spieler sind das. Gucken wir uns den hier mal an. Er wusste auch, wo er ist. Ja, herrlich. So, gucken wir uns einfach mal die nächste Seite an. Veteran Cheats. Ist die nächste Seite. Habe ich auch noch nicht von gesehen. Ach so, hier gibt es die auch. Also, im Prinzip, ihr könnt euch die Cheats kostenfrei, beziehungsweise sie kosten mittlerweile was. Ich weiß gar nicht, wie viel sie kosten. Ob 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro. Jeder Hans und Franz kann sich diese Cheats für Warzone, Modern Warfare, Cold War runterladen und kann loslegen.
Werdet ihr gebannt als Cheater, macht ihr euch einfach einen neuen Account. Wird der gebannt, macht ihr euch einfach eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse. Wenn das gebannt wird und ihr einen IP-Bann bekommt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, gibt es leider auch mit Google eine, also es dauert 3 Sekunden, um den IP-Bann zu entfernen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie Activision diese große Fresse aktuell halten möchte. Meine Garantie, und das schwöre ich euch an der Stelle, Leute, es wird ein Anti-Cheat-System geben, ein neues, was innerhalb von 48 Stunden kompromittiert ist und genauso schlecht ist wie das, was wir aktuell haben. Aktuell, meiner Meinung nach, gibt es kein Anti-Cheat-System. Es gibt kein System, was einen daran hindert, mit einem Aimbot oder Wallhack online Warzone zu spielen. Es gibt den Report-Button. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter bei Activision sitzen und das bearbeiten. Das ist aber kein Anti-Cheat-System, das sind einfach nur Bannwellen. Und jedes Mal, wenn so eine Bannwelle angekündigt wird, schreiben verschiedenste Cheat-Anbieter unter den Posts von Call of Duty sowas wie gestern bei der Ankündigung. Gestern stand da denn, let's go baby. Das war's. Also, die machen sich witzig und lustig drüber, weil es so absurd ist. Wenn Activision 1 in den letzten Jahren gezeigt hat, dass sie es nicht hinkriegen. Und zum Schluss, Leute, das ist sehr interessant vielleicht für euch nochmal zu hören. Warum tut Activision so wenig gegen Cheater? Es hat 3 Gründe für mich. Der erste Grund, absolute Inkompetenz. Ist mir aber zu einfach. Der zweite Grund, das behaupten Leute, ich weiß bis heute nicht, sie verdienen an den Cheats mit. Also ihr könnt mir eins garantieren, Leute, egal wer das sagt, er ist dumm. Activision verdient an den Cheat-Programmen nicht aktiv mit. Aber, und jetzt kommt es, wen belästigen denn die Cheater? Die Leute in den High-Skill-Brackets, denn wer eine 50er KD hat, spielt nicht mit 0,5er KD zusammen. Wer ist in den High-Skill-Brackets? Die kleine Anzahl von Spielern, von guten Spielern, von Warzone-Cracks, von Content-Creatern. Meint ihr, so ein Dieter, Norbert, Timmy, Kevin, Steven oder Jan weiß, wenn er mit seiner 0,3er KD eine Stunde in der Woche Warzone spielt, ob er gerade vom Cheater getötet wurde? Der kapiert das gar nicht. Es interessiert Activision einfach nicht, weil sie keine Umsatzeinbuße dadurch haben. Ob dieses Anti-Cheat-System, was sie heute vorstellen wollen, das verstehe ich auch nicht. Warum stelle ich denn ein Anti-Cheat-System vor? Ich will, dass es als Software im Hintergrund läuft, damit diese Cheater und die, die diese Programme herstellen, gar keine Chance haben, sich darauf einzustellen. Heute Abend wollen sie es vorstellen. Ich bin sehr gespannt, was sie da erzählen. Mark my words, Leute. All das, was da jetzt kommt, ist wie immer Schwachsinn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Stellt gerne Fragen, wenn ihr zu dem Thema Fragen habt. Hasst mich nicht, dass ich ein bisschen was gezeigt habe. Das war jetzt echt einfach zu sehen. Ich bin raus.